Okay. Dann schauen wir uns heute nochmal im Schnelldurchlauf die Definition von Impurity Functions an und gehen dann sofort auf die beiden Probleme nochmal ein, die einfache Impurity Function, die Sie schon beim letzten Mal gesehen haben, hat und zeigen dann, wie man dieses Problem oder diese Probleme lösen kann. Zunächst einmal brauchen wir ein Maß dafür, wie wir überhaupt entscheiden können, ob wir einen Datensatz weiter zerlegen sollen. Das könnte, wie gesagt, einfach auch die Größe sein oder ob er schon rein ist oder nicht. Beziehungsweise es könnte auch einfach sein, wie stark man die Unreinheit bezüglich einer bestimmten alternativen oder bezüglich einer Auswahl von alternativen Zerlegungen reduzieren kann. Und das haben wir dann hier sehen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die sich einem bieten könnten und je nachdem, wie man die Klassenverteilung interpretiert, sollte man jetzt hier entweder A oder B wählen. Wenn es wichtiger ist, die Klassen C1 und C2 von C3 und C4 zu unterscheiden oder wenn diese unterschiedlichen vier Klassen alle gleich wichtig sind, dann hat man mit der Zerlegung A mehr erreicht. Wenn es wichtiger ist, einfach C3 und C4 zu unterscheiden und C1 und C2 nicht so wichtig sind, das könnte ein Kostenmaß uns erklären, die Zerlegung B eventuell wichtiger sein könnte. Aber augenscheinlich wirkt erstmal Zerlegung A als diejenige, die uns schneller vorwärts bringt. Gut, wie kann man das Ganze quantifizieren, anstatt es nur qualitativ zu bemessen? Und dafür gibt es jetzt im Allgemeinen eine Definition für ein Maß, das uns dabei helfen soll. Dieses Maß heißt Unreinheitsfunktion oder Impurity Function, IOTA. Und es bildet den sogenannten K-1 Simplex, wobei K die Anzahl der Klassen ist, die wir zu unterscheiden suchen, ab auf die reellen Zahlen. Dieser Simplex, nur einfach um das nochmal zu zeigen, ist nichts Kompliziertes, es ist einfach ein Dreieck im hochdimensionalen Raum. Hier ist ein dreidimensionales Dreieck, wobei jeder Eckpunkt, ja, spenden Sie Wikipedia ruhig, das schadet nicht. Ein Simplex bildet hier ein Dreieck, wobei jeder Eckpunkt für genau eine Klasse steht. Das heißt, mit diesem 2-Simplex, also K-1, wenn wir drei Klassen haben, können wir schon arbeiten und das kommt im Hintergrund. Es ist einfach nur, damit Sie den Hintergrund haben, welche geometrische Figur hier mathematisch dahinter steht. Es steckt keine besondere Magie dahinter. Wir stellen Anforderungen an die Funktion. Diese Anforderungen werden axiomatisch definiert. Die erste Anforderung ist, dass an jedem der Eckpunkte dieses Simplex, dieses Dreieck, dieses hochdimensionalen Dreiecks, die IOTA-Funktion minimal werden soll, also 0 werden soll. Oder ja, was auch immer das Minimum dieser Funktion ist. Das heißt, wir haben nicht klar definiert, ob das wirklich eine normalisierte Funktion ist oder nicht. Gleichzeitig möchten wir, dass es im Prinzip nicht davon abhängt, welcher Parameter steht. Das heißt, die Funktion soll symmetrisch sein. Die Reihenfolge der Klassen spielt keine Rolle. Wir haben ja eine Menge von Klassen und keine Folge von Klassen. Das heißt, wir möchten, dass was immer die Funktion ausrechnet, auch als Eingabe dieses Vektors hier von Eckpunkten, die den Simplex aufspannen, soll egal, welche Permutation von Klassen wir eingeben, immer dieselbe sein. Und zu guter Letzt möchten wir, dass nicht nur an den Eckpunkten das Minimum eintritt, sondern das Maximum der Funktion genau dort eintritt, wo eine Gleichverteilung der Klassen vorliegt. Das bedeutet, dass die Menge an Daten, die wir eingeben, maximal unrein ist. Die Funktion wird an dieser Stelle nochmal kurz überladen. Das bedeutet, statt einem Vektor einzugeben, geben wir einen Datensatz als Parameter ein. Das wird sofort übersetzt in den Vektor, der eigentlich die definitionsgemäße Eingabe der Unreinheitsfunktion ist. Und es wird einfach der Anteil jeder Klasse an den
an allen Beispielen des Datensatzes gegeben als verschiedener Parameter. Wie gesagt, die Reihenfolge spielt dann hier, soll dann hier keine Rolle spielen. Und zuletzt messen wir dann noch für zwei Mengen im Prinzip, also für einen Datensatz oder eine Zerlegung dieses Datensatzes, wie stark die Unreinheits- oder wie gut die Unreinheitsreduktion ist. Das nennen wir Delta Jota und berechnen einfach die Unreinheit des Datensatzes und ziehen davon den gewichteten Durchschnitt der Unreinheit jedes einzelnen Datensatzes der Zerlegung. Soweit, so gut. Das haben Sie schon gesehen. Wir definieren dann jetzt eine einfache Unreinheitsfunktion, die auf der Missklassifikationsrate beruht, hier für zwei Klassen dargestellt. Und die Formel ist einfach 1 minus dem Maximum des Anteils der ersten Klasse bzw. des Anteils der zweiten Klasse. Beziehungsweise, da es binär ist, können wir das hier noch mal vereinfachen. Wir können auch einfach sagen, wir schauen uns den Anteil einer Klasse an und ziehen den von 1 ab und haben damit den Anteil der anderen Klasse natürlich ausgerechnet. Wie Sie das gestalten wollen, ist Ihnen überlassen, aber wenn man das Ganze auf eine der beiden Klassen reduziert, kann man das Ganze dann schön darstellen, so wie es hier unten zu sehen ist. Und wenn dann auf der x-Achse der Anteil von Klasse 1 hier zu sehen ist und der, wenn er kleiner als 0,5 wird, natürlich einen größeren Anteil für die Klasse 0, für die Klasse 2 bedeutet, sehen wir dann hier auf der y-Achse die entsprechenden ausgerechneten Jota-Werte gemäß dieser Funktion. Die Funktion ist symmetrisch um 0,5. Die Funktion wird maximal bei einer Gleichverteilung der Klassen und minimal bei einer perfekter Reinheit bezüglich einer oder der anderen Klasse. Wunderbar, die Eigenschaften für eine Unreinheitsfunktion sind erfüllt. Allerdings, ach ja, das kann man natürlich noch verallgemeinern auf k verschiedene Klassen, das sehen Sie dann hier nochmal. Soweit sind wir gekommen und diesen Teil habe ich dann nochmal überarbeitet, um auch das erste Problem nochmal deutlicher zu machen. Also das heißt, ab hier kommt jetzt ein bisschen was Neues. Betrachten Sie diese beiden möglichen Zerlegungen. Wir haben als Ausgangspunkt immer denselben Ausgangspunkt, sowohl in A als auch in B. Und zwar, dass ein Viertel zur Klasse C2 gehört und drei Viertel der Beispiele zur Klasse C1. Mögliche Zerlegungen sind hier, wie hier zu sehen, so ungefähr 3 Zehntel oder 30% gehen, 30% Anteil an den Beispielen gehen in dieser Zerlegung an die Klasse 2, während der Rest Klasse 1 ist und hier sind es ungefähr 20%, die noch übrig sind. Das kann man so 50-50 aufteilen. Eine andere mögliche Zerlegung ist, eine reine Aufteilung hier und eine 50-50-Aufteilung in der anderen Zerlegung. All das ist möglich. Es gibt noch andere mögliche Zerlegungen, die man hieraus bilden kann. Das Interessante ist, wenn Sie jetzt Delta Jota ausrechnen, wenn Sie also einfach für diese Anteile hier, die man jetzt nur visuell zu sehen sind, einfach die Formeln bestimmen, dann stellen Sie fest, der Unreinheitsunterschied ist 0 in beiden Fällen. Das sehen Sie jetzt hier. Ich habe das hier einfach mal mit zahlenmäßig eingesetzt. Wie kommt es dazu? Nun, eine einfache Erklärung ergibt sich darin, erstmal liegt hier eine besondere Situation vor, nämlich dass die Klasse 1 in allen Zerlegungen mindestens 50% Anteil an jeder einzelnen Teilmenge hat. 100%, 50% oder mehr als 50% jeweils. Das bedeutet, wir befinden uns, wenn wir uns den Graphen hier angucken, in der Zweiklassensituation immer auf der rechten Seite dieser Symmetrieachse. Immer auf diesem Teil von Jota. Und egal, wo Sie jetzt für das Beispiel D, beziehungsweise für eine der beiden Zerlegungen, die Jota-Werte ansetzen, Sie werden immer einen Punkt auf dieser Geraden hier bekommen.
Und wenn Sie dann den gewichteten Durchschnitt ausrechnen, so wie es hier passiert, dann landen Sie wieder beim Original-Jota-Wert. Das liegt einfach daran, dass der gewichtete Durchschnitt auch ein Wert auf der Jota-Funktion ist. Und das macht diese Funktion, das sorgt dafür, dass diese Funktion in diese Falle laufen kann, dieses Problem hat. Und wir können jetzt keine vernünftige Entscheidung treffen. Die einzig gute Entscheidung ist eine Zufallsentscheidung, aber es gibt wahrscheinlich eine Entscheidung, die eher näher liegt. Das ist nämlich die Zerlegung B, weil wir zumindest ein 50% der Beispiele von dem Elternknoten in eine reine Zerlegung aufteilen konnten und hier dann schauen können, ob man hier noch ein anderes Unterscheidungskriterium findet. Ein anderes Feature. Das heißt, ob man hier weiter zerlegen kann, hier sind wir fertig. Also wäre diese Zerlegung eigentlich zu präferieren und man wünscht sich schon, dass eigentlich in allen möglichen Situationen die bessere Zerlegung dann auch wirklich gewinnt. Das zweite Problem, dass diese Funktion aufweist, die Sie beim letzten Mal schon illustriert gesehen haben, ist, dass die Unreinheit, die bezüglich dem Vorhandensein eines kleineren, aber reinen Knotens gemessen wird, unterschätzt wird, weil der dann mit 0 eingeht in die Unreinheitsfunktion. Oder in den gewichteten Durchschnitt. Und das sind beides Probleme hier, die dann auch wieder keine Entscheidung zulassen zwischen A und B. Auch das versuchen wir zu vermeiden. Und um dieses Problem zu lösen, führen wir jetzt eine zusätzliche Forderung ein. Das heißt, wir ersetzen ein Axiom von der vorherigen Definition der Unreinheitsfunktion durch ein neues Axiom, das dann zur Definition der sogenannten strikten Unreinheitsfunktion führt. Die Unreinheitsfunktion bleibt definitionsgemäß dieselbe und in dem Fall, wo wir zwei verschiedene Parametervektoren haben, hier, also das sind jetzt hier die Parametervektoren p und p', soll dann folgende Eigenschaft gelten. Und zwar soll für jede Linearkombination der beiden Parametervektoren gelten, dass der Jota-Wert, der für diese Linearkombination ausgerechnet wird, größer ist als die Summe der Jota-Werte, die mit derselben Linearkombination gebildet werden. Das heißt, bezüglich desselben Parameters Lambda. Um das Ganze visuell darzustellen, wir fordern, dass die Jota-Funktion strikt konkav ist. Das bedeutet, dass sie für alle zwei Punkte, die man auf der Jota-Funktion wählen kann, immer eine Gerade zwischen, dass ich für alle zwei Punkte, die man auf der Jota-Funktion wählen kann, immer eine Gerade zwischen diesen zwei Punkten aufspannen lässt, die innerhalb von der Funktion ist. Und kein Punkt dieser Gerade zwischen den beiden Punkten schneidet die Jota-Funktion in irgendeiner Weise. Das ist, wenn Sie sich erinnern, bei der vorherigen Missklassifikationsfunktion einfach nicht der Fall. Wenn ich hier zwei Punkte wähle und dazwischen eine Gerade lege, bin ich genau auf der Jota-Funktion. Okay, das ist eine schöne Forderung und mit Hilfe dieser Forderung können wir dann auch, lassen Sie mich kurz schauen. Ja, genau. Aus dieser Forderung können wir dann auch herleiten, dass das Delta Jota immer größer oder gleich 0 ist. Okay, das war es vorher auch. Aber dass die Gleichheit nur dann vorliegt, wenn auch wirklich eine Gleichverteilung bei der Zerlegung vorliegt. Ansonsten nicht. Das heißt, wir können keine pathologische Situation erschaffen, in einer Zerlegung nicht
dieselbe Verteilung von Beispielen wie in der, wie im Elternknoten vorliegt, aber da, aber dann im Prinzip, dass der gewichtete Durchschnitt quasi denselben Jota-Wert ergibt. Dafür sorgt die strikte Konkavität. Hier ist das Ganze dann auch nochmal illustriert, was ich eben nur andeutungsweise gezeigt habe. Hier sehen wir die Situation für die Missklassifikationsfunktion noch einmal dargestellt. Der gewichtete Durchschnitt dieser Zerlegung bezüglich dieser Zerlegung hat denselben Jota-Wert wie der Elternknoten selbst. Und hier der Beitrag der strikten Konkavität. Und diese Zerlegung bezüglich von diesem Datensatz hier liefert uns dann das, was wir als Informationsgewinn bezeichnen, der wir aus der Zerlegung erhalten. Aber das, die Definition des Informationsgewinns, den sehen wir dann gleich noch. Denn wir müssen jetzt erst noch, das ist erstmal nur eine Forderung, die wir aufstellen, wir müssen jetzt erst noch eine Unreinheitsfunktion definieren, die diese Eigenschaft auch wirklich erfüllt. Dafür muss ich ein bisschen ausholen und zwar nochmal für Sie wiederholen den Begriff der Entropie. Die Entropie ist definiert als Selbstinformation oder Informationsgehalt eines Ereignisses und sie berechnet sich als der negative Zweierlogarithmus der Wahrscheinlichkeit, mit der das Ereignis eintritt. Was uns das sagen soll, ist, und das hat dann Shannon nochmal am Allgemeinen gefasst, wenn man das Ganze dann zusammen mit einem Experiment betrachtet, dass nicht nur ein Ergebnis haben kann, sondern mehrere Ergebnisse oder Ereignisse als Ergebnis hier, K Stück, können wir diese Maßzahl für den Informationsgehalt eines Ereignisses darauf anwenden und fragen, was ist der Informationsgehalt, den uns das Experiment liefert. Und das ist dann in dieser Formel gefasst, das ist einfach die gewichtete Summe. Wobei das Gewicht die Wahrscheinlichkeit des Eintreten des Eaton-Ereignisses AI ist, multipliziert mit dem Zweierlogarithmus der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses und davon dann die Negation. Wir nehmen die Negation, damit der Logarithmus, da wir hier mit Wahrscheinlichkeiten hantieren, zwischen 0 und 1 negativ ist. Das heißt, wir haben stattdessen dann diesen Kurvenverlauf hier, anstatt einen, der sich unterhalb der Null befindet. Was soll das bedeuten? Nun, ein Experiment dient dazu, festzustellen, welches Ereignis eintritt. Und nicht alle Ereignisse, die in einem Experiment herauskommen können, sind gleich wahrscheinlich. Und was Shannon hier vorgestellt hat, ist ein Maß dafür, wie viele Ja-Nein-Fragen Sie stellen müssten, um zwischen den verschiedenen Ereignissen zu unterscheiden, die möglicherweise eintreten könnten, wenn Sie diese Menge an K-Ereignissen haben. Und das in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses. Wenn ein Ereignis quasi immer eintritt, wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses 1 ist, ist die Entropie 0. Sie können sich sicher sein, dass es eintritt. Sie müssen nicht mal eine Frage stellen. Wenn jedoch ein Ereignis sehr selten eintritt, dann müssen Sie sehr viele Fragen stellen, um es von häufiger eintretenden Ereignissen unterscheiden zu können, um wirklich sicher zu gehen, ist jetzt dieses seltene Ereignis eingetreten oder vielleicht doch noch ein anderes. Und all das ist einfach nur hier drin gekapselt in dieser Formel. Mehr nicht. Man muss nicht den Zweierlogarithmus nehmen, wir können auch jede andere Basis hier nehmen, aber der Zweierlogarithmus wird genau wegen dieser netten Assoziation zu Ja-Nein-Fragen gewählt und natürlich auch, da Shannon ja ursprünglich aus der Informationstheorie und aus der Kommunikationstheorie kam, ja, den Computern wirklich auch besser Informationen übertragen zu können über verrauschte Kanäle. Aber da in die Richtung gehen wir jetzt hier nicht. Wir wollen das Ganze verwenden und anwenden auf die Frage, ob wir eine bestimmte Zerlegung einer anderen vorziehen wollen. Und dafür brauchen wir noch außerdem die bedingte Entropie.
Hier haben wir nicht ein Experiment, sondern wir haben zwei Experimente, A und B, eins mit K-Ereignissen als Ergebnis und eins mit M-Ereignissen als Ergebnis. Und die bedingte Entropie für ein Experiment A, wenn man das Ergebnis von Experiment B kennt, es berechnet sich einfach als gewichtete Summe bezüglich der möglichen Ereignisse, die in Experiment B eintreten können, der Wahrscheinlichkeit der möglichen Ereignisse multipliziert mit einer weiteren bedingten Entropie, nämlich der Entropie für das Experiment A, gegeben, dass dieses spezielle Ereignis in Experiment B tatsächlich herausgekommen ist. Und die, wie hier zu sehen, berechnet sich dann letztendlich genauso wie die Shannon-Entropie selbst. Wir setzen einfach die Wahrscheinlichkeiten für die abhängigen Wahrscheinlichkeiten AI gegeben BL multipliziert mit dem Zweierlogarithmus von derselben Wahrscheinlichkeit ein. Das heißt hier nochmal zu sehen, das ist die Shannon-Entropie für das Experiment A und das ist die bedingte Shannon-Entropie für das Experiment A gegeben, dass wir schon wissen, dass in Experiment B dieses Ereignis eingetreten ist. Wie können wir das jetzt auf die Frage übertragen, die wir beantworten wollen? Welche Zerlegung sollten wir machen? Nun, ich gehe nochmal zurück ganz an den Anfang und zeige Ihnen das Beispiel dieses Entscheidungsbaums. Am Anfang wissen wir nichts darüber, ob jemand das Surfen wirklich gut finden wird oder nicht. Aber wir können eine Frage stellen, und zwar, wie ist denn der Himmel? Und wenn der Himmel sonnig ist, haben wir ein Stück Information in der Hand. Wir haben das Experiment und das ist unser Experiment B. Hier. Und wir haben Informationen erhalten, die uns dabei helfen, einzuschränken, was denn wohl beim Experiment A, das wäre dann Enjoy Surfing, herauskommen wird. Wenn wir wissen, dass der Himmel sonnig ist, hat das wahrscheinlich einen Einfluss darauf. Zumindest glauben wir das, laut unserem Modell, ob jemand das Surfen mögen wird oder nicht. Gleiches, wenn hier ein anderes Ergebnis herauskommt. Und das ist schon das ganze Mapping der beiden Experimente, die hier bei Shannon natürlich andere Funktionen erfüllt haben, auf unsere Anwendung. Mehr passiert da nicht. Das heißt, wir stellen in Entscheidungsbäumen, bei der Konstruktion der Entscheidungsbäume, die Frage, wir haben ein kompliziertes Zielkonzept, dass wir nicht einfach so entscheiden können, ob jemand das Surfen mag, ob ein Pilz essbar ist. Aber wir können Fragen stellen. Diese Fragen lauten, wie ist der Himmel? Wie ist die Witterung? Wie ist das Wasser? Oder welche Farbe hat der Pilz? Hat er Punkte? Oder ähnlich. Und je mehr Fragen wir stellen, umso mehr Wissen häufen wir an. Und all dieses Wissen hilft uns dabei, eine Entscheidung für Experiment A zu treffen. Das ist genau wie wir schon bei Bayes gesehen haben, bei den bedingten Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir schon wissen, dass ein Ereignis B eingetreten ist, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A. Vorausgesetzt, sie sind statistisch abhängig. Und all das wird jetzt hier von der Entropie nochmal mit ausgestattet. Das heißt, wir können jetzt herausfinden, für jedes mögliche Feature, das wir auswählen könnten und das wir heranziehen könnten, um eine Zerlegung zu konstruieren, wie stark unser Informationsgewinn aufgrund dieser Zerlegung am Ende ist. Und das ist einfach die Differenz der Entropie für das Experiment A. Wir treffen jetzt schon die Entscheidung, ob jemand surfen mag oder nicht. Oder wir stellen lieber noch eine Frage. Fragen wir lieber noch zusätzlich zu allen Fragen, die wir vorgestellt haben, nach einem anderen Witterungsverhältnis. Und schauen dann, wie sich die Wahrscheinlichkeiten ändern. Vielleicht verbessern sie sich ja sehr stark. Oder die Entropie, in dem Fall die Entropie dieses Experiments. Das heißt, vielleicht erhalten wir ein großes Maß an Unreinheitsreduktion.
Und das ist dann einfach hier nochmal eingesetzt bezüglich der Formeln von vorher. All das steht hier auch nochmal ausgeführt oder etwas konziser aufgeschrieben, nur dass ihr es nochmal für sich nachvollziehen könnt. Wir können jetzt also auf Basis der Entropie eine Unreinheitsfunktion definieren. Dies wie für, wir fangen wieder beim Zweiklassenfall an. Dies wie folgt definiert. Wir rechnen einfach die Entropie hier aus für die einfache Shannon-Entropie für diese beiden Klassen. Also das ist die Summe einfach ausgeschrieben von oben. Ne? Nicht, dass Sie sich wundern. Beziehungsweise wir definieren das Ganze dann auch nochmal für oder überladen die Funktion dann auch nochmal für die Eingabe eines Datensatzes und können dann das Ganze auch wieder darstellen, genau wie vorher auch. Und um jetzt den Vergleich zu sehen, Sie sehen hier, also die Funktion ist offensichtlich strikt konkav. Sie können zwischen allen zwei Punkten hier eine Gerade bilden und die Gerade wird sich immer innerhalb der Funktion befinden. Und da nochmal zum Vergleich, geht's? Ja, wunderbar. Da nochmal zum Vergleich die Missklassifikationskurve, die diese Eigenschaft nicht erfüllt. Das heißt, jede Zerlegung, die wir vorher gesehen haben, egal welcher Art, würde jetzt hier automatisch eine Unreinheitsreduktion bedeuten. Und wir könnten darauf, auch einen Unterschied in Unreinheitsreduktionen, wir könnten darauf eine Entscheidung formulieren, welche Zerlegung denn die bessere wäre. Der weitere Vorteil dieses Funktionsverlaufs gegenüber dem Funktionsverlauf der Missklassifikation ist, dass hier quasi eine Linearität des der Anteile angenommen wird bezüglich der Steigung der Funktion. Das bedeutet, es wird angenommen, es ist gleich schwierig, von dieser Reinheit zu dieser hier zu kommen, wie es ist, von dieser Reinheit hier zu dieser zu kommen. Und das ist in der Praxis meistens nicht so. Wenn Sie einen Datensatz haben, der zu 50% oder der eine Unreinheit von 50% aufweist und dann ein neues Feature definieren, das Ihnen dabei helfen soll, die Klassen, die Sie darin haben, zu unterscheiden, dann wird es wahrscheinlich recht leicht werden, wenn die Unreinheit zu reduzieren. Wenn Sie aber schon einen Datensatz haben, wo nur sehr wenige Beispiele noch unrein da drin sind und sehr viele Beispiele zu einer Klasse gehören, dann müssen Sie wahrscheinlich schon ein paar mehr Fragen stellen, ganz im Sinne der Definition der Entropie, um die auch noch vom Rest zu trennen. Der Aufwand steigt. Und das wird hier auch ausgerückt. Das heißt, wenn Sie hier eine höhere Reinheit durch eine spezifische Zerlegung erzeugen, dann wird die berechnete Reduktion der Unreinheit größer sein, als wenn Sie nur einen kleinen Schritt machen. Dieser Vorteil, der wird dann auch herangezogen bei der Auswahl einer Zerlegung. Das heißt, es werden schnellere Entscheidungen zur Reinheit bevorzugt gegenüber langsameren Entscheidungen durch diese Funktion. Hier das Ganze nochmal grafisch für die Dreiklassensituation. Sie sehen hier den Simplex nochmal direkt und in Schattierung die Hüllkurve, die sich im Dreidimensionalen dann ergibt. Hier sehen Sie die beiden Klassen P1 und P2 und P3 implizit im Nullpunkt. Und das Ganze dann verallgemeinert auf K-Klassen. Hier nochmal der Zusammenhang zur Entropie. Mit dieser Unreinheit berechnen wir einfach die Shannon-Entropie des Experiments A. Das heißt,
hier, bis hierhin sind wir gekommen und fangen an, eine Entscheidung zu treffen über unser Zielkonzept, versus die Shannon-Entropie, die bedingte Shannon-Entropie des Experiments A geben. Wir stellen noch eine Frage, wir führen ein Experiment B durch. Und noch einmal, der Vollständigkeit halber, das Mapping, das ich jetzt hier aber nicht nochmal exakt vorexerziere. Das können Sie einfach nachstudieren. Jetzt gibt es, hat diese Funktion, die entropiebasierte Definition, ein Problem. Wir müssen ständig Logarithmen ausrechnen. Und man kann jetzt zwar mit vorberechneten Logarithmentabellen arbeiten, aber das macht es nicht besser. Im Großen und Ganzen ist es eine sehr kostenintensive Funktion. Und da wir ständig solche Entscheidungen treffen müssen, während der Konstruktion größere Entscheidungsbäume und da solche Entscheidungen gerade auch als Entscheidungsbäume noch weiter verbreitet waren, nämlich zu Zeitpunkten, als die Rechenkapazitäten auf Computern noch nicht so groß war, schon ein Problem waren. Aber da es auch natürlich heutzutage zum guten Ton gehört, Energie zu sparen, sollten wir vielleicht doch nicht immer die teuerstmögliche Variante wählen. Deswegen gibt es noch eine weitere Variante dieser Funktion, die auf dem Gini-Index basiert, die im Prinzip dasselbe macht, ist nur etwas anders motiviert. Die Funktion, die wir sehen für zwei Klassen, sieht so aus. Wir berechnen einfach das Quadrat der beiden Anteile und ziehen das von 1 ab, beziehungsweise umformuliert 2 mal P1 mal P2. Und das Ganze dann wieder angewendet auf eine gegebene Beispielmenge, in der zwei Klassen sind, beziehungsweise die Kurve, die dabei entsteht, sehen Sie, ist sehr, sehr ähnlich. Ist auf jeden Fall strikt konkav, aber ist sehr, sehr ähnlich zur Entropiekurve. Ich springe mal hin und her. Ja, Sie sehen, kein Riesenunterschied. Sie ist ein bisschen schlanker. Aber im Großen und Ganzen kein Riesenunterschied. Und die Rechenoperation, die wir durchführen müssen, ist dramatisch einfacher. Der Gini-Index ist auch probabilistisch motiviert. Die probabilistische Motivation und wie man den herleitet, überlasse ich Ihrem Heimstudium. Es gibt da ein, zwei sehr gute YouTube-Videos, die Sie sich schnell angucken können, die das Ganze schön grafisch aufbereiten. Und hier das Ganze nochmal verallgemeinert für K-Klassen. Sieht etwas kompliziert aus, aber Sie sehen, wir packen hier einfach nur die Anteile da rein und das war es. Im Großen und Ganzen keine große Kunst und die einfache Jota-Funktion auf Basis des Simplexes als Eingabe ist natürlich sehr einfach. Also hier keine große Kunst, eine viel einfacher auszurechnende Funktion, die im Prinzip dasselbe leistet, da diese Funktion denselben Verlauf hat. Sie berechnet nicht ganz exakt die Entropie, die Shannon ausrechnet, aber sie hat im Prinzip dieselbe Eigenschaft, da die Kurve ungefähr denselben Verlauf hat. Auf diese Weise konnten wir oder kann man im Prinzip das Verhalten dieser entropiebasierten Unreinheitsfunktion approximieren, also seine Heuristik dafür. Vielleicht hat diese Funktion auch noch weiterhin den Vorteil, dass sie normalisiert ist. Das heißt, sie rechnet tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit aus, während die Shannon-Entropie nicht normalisiert ist. Die Werte, die da herauskommen, sind nicht durch 1 nach oben beschränkt. Das vielleicht noch am Rande.